müssen wir die Tür zumachen, müssen wir gar das Grundgesetz ändern. Sehen Sie eine Lösung für das Asylantenproblem? Ich sehe, dass es ein erschreckendes Problem ist. Ich verstehe oft die Reaktion, die im Volk passiert, nicht. Begreife es nicht. Ich will es auch nicht verstehen. Und ich kann nur von mir aus sagen, nichts anderes. Wo ich nur kann, würde ich helfen. Aber ich gebe zu, das ist nicht die Antwort, die das ganze Land betrifft. Da haben wir sicher einen kompetenteren Menschen hier in unserem Kreise. Und wie gesagt, ja, was ich Ihnen sage, ich von mir aus, hier in meinem kleinen Kreis, was ich dazu tun kann, diesen armen Menschen, die da rankommen und sich auch enttäuscht werden, zu helfen. Ich weiß nicht, wie das ausschaut, aber das ist erstmal meine Antwort auf seine Frage. Darf ich die Frage weitergeben, Herr Schmidt? Müssen wir das Grundgesetz ändern? Das Grundgesetz ändern? Ja. Sie meinen hinsichtlich des Grundrechtes, dass jemand, der zu Hause politisch oder religiös verfolgt wird, auch als Nichtdeutscher hat, bei uns Asyl zu finden? Ja. Das dürfen wir auf keinen Fall ändern. Auf keinen Fall. Ich möchte aber noch einen Gedanken hinzufügen, damit diejenigen, die eben freundlich zugestimmt haben, mich nicht missverstehen. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand aus dem Nachbarland Holland, das eine Sprache spricht, die unserem Plattdeutschen ganz eng verwandt ist, nach Deutschland geht. Oder ob einer aus Deutschland der Nazis wegen abhauen musste und geht nach Amerika auf der einen Seite. Und jemand da aus Pakistan kommt und kommt nach Deutschland auf der anderen. Das sind riesenhafte Unterschiede. Trotzdem, keinem, der sei es in Pakistan oder sonst wo verfolgt wird, dürfen wir das Asyl versagen. Auf der anderen Seite würde ich zurückhaltend sein in der Handhabung des Aufnehmens bei uns und Bereitens von staatsbürgerschaftlichen Umständen und Staatsbürgerschaft für Leute, die zu Hause nicht verfolgt sind. Wir können nicht auf die Dauer ein Schmelztiegel werden. Wir haben noch für eine Reihe von Generationen genug zu tun mit unserer eigenen deutschen Heimatlosigkeit. Die wird uns noch, gewaltig zusetzen, nicht? Feststellen, ob jemand politisch verfolgt wird oder nicht. Das müsste ja einen riesigen Apparat beinhalten, der das jedes Mal recherchiert. Nee, nicht notwendigerweise. Aber das ist jetzt wirklich eine technische Frage. Herr Schreiber hatte eine philosophische, staatsphilosophische Grundsatzfrage gestellt. Und die habe ich ganz klar mit Nein beantwortet. Und dabei möchte ich auch bleiben, dass auch andere Menschen kommen, die gerne nach Deutschland wollen, weil der Lebensstandard hier sehr viel höher ist als bei Ihnen zu Hause. Das kann ich gut verstehen. Aber da muss es dann auch Schleusen und Riegel geben. Je schneller Sie zum Ergebnis kommen im Einzelfall, umso besser für alle Betroffenen. Nicht? Die Deutschen neigen immer dazu, sowas zu verbürokratisieren. Übrigens wir nicht allein, andere Länder auch. Im Augenblick sind wir deswegen besonders gefragt bei Menschen, denen es zu Hause wirtschaftlich schlecht geht, weil es uns nun schon seit beinahe 40 Jahren von Jahr zu Jahr immer ein bisschen besser geht. Und relativ gut in der ganzen Welt. Herr Schmidt, ich habe immer noch Probleme mit der Anrede, muss ich sagen. Das liegt. Bleiben Sie mal bei Schmidt, das klingt ganz gut. Ich weiß, Sie haben mal. wenn Sie im Fernsehen Richard Nixon interviewen, dann sagen Sie freilich Mr. President. Demnach müsste ich jetzt Herr Bundeskanzler sagen. Nein, das entspricht der amerikanischen Übung. In Deutschland sollten wir eine andere Übung beherzigen. Sie haben ja gesagt, Sie möchten so angeredet werden, wie Sie im Telefonbuch stehen, bloß da stehen Sie gar nicht. Das stimmt. Da, stehen da steht jede Menge Schmidt, aber Sie nicht. Was ist eigentlich das unverwechselbar Hamburgische an Helmut Schmidt? Was erscheint Ihnen selbst hamburgisch an Ihnen? Vor allem. Darüber habe ich nicht nachgedacht bisher, das möchte ich auch auf die Schnelle nicht tun, Herr Schreiber. Das muss man anderen überlassen, sowas zu beurteilen. Also von der Geburt mal abgesehen. Muss man anderen überlassen. Herr Schmidt, ich habe aber das Gefühl, dass Hamburg Sie in gewisser Weise zu lyrischem Denken bringt.
Ist das jetzt das Vertuschen einer gewissen Kritik oder ist es die Freude, auch mal andere Worte finden zu können? Es gibt viele Dinge im Leben, die mich, wie Sie es genannt haben, auf lyrische Gedanken bringen. Nicht nur meine Stadt, manchmal Musik, manchmal Heinrich Heine. Das kommt auf den Tag oder die Stunde an und auf die Gemütslage und auf die Begegnung mit einer Musik oder einem Dichter oder einem Maler oder einer Landschaft. Hamburg ist eine Stadtlandschaft mit einer langen Geschichte, über 1000 Jahre Geschichte. Behandelt Hamburg Sie gut genug? Ich habe irgendwo gelesen, die nehmen Ihnen jetzt sogar Gewerbesteuer ab. Nein, die Stadt hat mich immer sehr gut behandelt. Aber das mit der Gewerbesteuer ist richtig. Für ich was? Glaube, Sie meinen Umsatzsteuer. Aber bei Journalisten braucht man das nicht so genau zu kennen. Also gut, ich weiß es wirklich nicht so genau. Gelesen habe ich Gewerbesteuer, das weiß ich genau. Und das hat etwas zu tun mit den vielen Dingen, die Sie in einem Ruhestand tun, den man ja wohl so eigentlich gar nicht nennen kann. Haben Sie denn jetzt wirklich mehr nennenswert, mehr freie Zeit als Regierungschef? Ich hatte früher einen 16-Stunden-Tag und heute sind es im Durchschnitt 10. Das ist ein ungeheurer Unterschied. Und das kommt meinen Hobbys zugute, es kommt meiner Frau zugute und es kommt meinem Schlaf zugute. Was vor allem machen Sie denn mit der freien Zeit? Ich lese viel mehr als früher, mache ein bisschen Musik und ich schreibe an längerfristigen Dingen, die man nicht so in ein oder zwei Abenden oder Nächten fertigstellen kann, wo man ein bisschen Muße braucht und Abgeschlossenheit. Das wäre früher schlecht gegangen. Sie sind aber doch eine ganze Menge noch auf einmal. Zeitungsverleger, Vortragsreisender, Elder Statesman, Jungfilmer seit neuestem, Talkmaster im Fernsehen, sogar zum Teil im Privaten. Not really. Also, naja, doch, einmal wenigstens. Zweimal bisher. Das Einzige, was mich daran hindern könnte, Sie mit Herrn Kollege anzureden, ist der Zeitungsverleger. Also Talkmeister im Fernsehen, das glaube ich ist nicht richtig, sondern das, was Sie meinen, waren zwei Gespräche. Interviews. Auch nicht Interviews, sondern Gespräche. Gut. Eins mit dem vorhin mehrfach genannten Lenny Bernstein und ein anderes mit Richard Nixon, beides Amerikaner, beides sehr typische Amerikaner, obwohl sie sich wahrscheinlich gegenseitig nicht ausstehen können. Und da kommen, wenn die sich mit einem Ausländer mit einem Europäer unterhalten müssen, kommen jedenfalls für mich, der ich Amerika sehr gut kenne, ganz erstaunliche Dinge zutage, die sie sonst normalerweise öffentlich nicht sagen würden. Lenny Bernstein zum Beispiel hat nicht nur über Musik der ganzen Welt gesprochen, nicht nur über, was bei ihm immer nahe liegt, die Atomwaffen und Hiroshima, mhm, sondern auch über die Liebe gesprochen. Und Richard Nixon, der inzwischen in Amerika ja doch ein gewisses Comeback erlebt in der amerikanischen öffentlichen Meinung und der sicherlich hervorragt durch seine strategische Urteilskraft, der sagt eben auch Dinge, die der gegenwärtige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika so nicht sagen würde. Dass das interessant ist, mit solchen Leuten zu reden, ist ja keine Frage. Was mich ein bisschen verwundert ist, dass Sie es im Fernsehen tun. Oder würden Sie einräumen, dass das verwundernswert ist von einem Mann, der mal gesagt hat, man sollte einen fernsehfreien Tag anführen und man sollte überhaupt nicht... Nee, so da wird jetzt was vermischt. Zunächst mal tue ich es nicht des Fernsehens wegen, sondern der Zeitung wegen, für die ich arbeite. Das sind Gemeinschaftsproduktionen der Zeit mit Fernsehanstalten. Und es steckt also eine ganze Menge ausprobieren wollen auf Seiten meiner Zeitung dahinter, auch Werbungsabsichten stecken dahinter. Zum anderen, da haben Sie was vermischt. Ich habe nie gesagt, es sollte ein fernsehfreier Tag eingeführt werden. Habe ich auch nie gemeint. Sondern was ich gesagt habe, war, die Familien sollten bei sich zu Hause für die einzelne Familie einen Tag in der Woche die Glotze abschalten. Und stattdessen habe ich, glaube ich, gesagt, sollten Sie Mensch ärgere dich nicht spielen oder Skat spielen oder Musik machen oder sich streiten. Oder sich streiten. Bitte, bitte.
Und es waren unsere Fernsehkollegen, die das verballhornt haben und mir eine grundsätzliche Fernsehfeindlichkeit nachgesagt haben. Ich bin kein großer Freund vom Fernsehen, das will ich gern einräumen. Boris Becker und HSV gucke ich mir gerne an, aber sonst bin ich ein bisschen zurückhaltend. Das Fernsehen ist eine Tatsache des Lebens, die kann man nicht wegdrücken wollen. Aber die Vernachlässigung der Familien, die man in Amerika noch schlimmer beobachten kann als hier bei uns, die macht mir Sorgen. Es hat ja heute eine ganz interessante, Entschuldigung bitte, es hat eine interessante These gegeben, eine ganz neue, die sagt, die Klugen werden klüger und die Dummen werden dummer durch das Fernsehen. Ich glaube, da ist was Richtiges dran. Eins ist jedenfalls noch wichtiger. Das Fernsehen hat wenig Zeit. Und für komplizierte Dinge kann die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums nicht lange aufrechterhalten bleiben. Vordessen zwingt das Fernsehen auch komplizierte Zusammenhänge entweder ins dritte Programm nachts zu verbannen oder sie zu vernünftiger Abendzeit in simpler Form darzubieten. Ja. Das haben Sie ja jetzt ein bisschen am eigenen Leib, auch mit Ihrer Erfahrung, die Sie gemacht haben in Ihrer Fernseharbeit als Jungfernseher. Ja, ich finde das bestätigt. Ja. Ich finde das bestätigt. Das muss nicht heißen, dass die Dummen dümmer werden, aber die Schlauen werden nicht unbedingt schlauer vom Fernsehen. Aber auch nicht dober. Die Information durch gedruckte Zeitungen ist sorgfältiger im Allgemeinen und greift tiefer als die Information durch das Fernsehen, obwohl der Zuschauer glaubt, er hat es doch mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört, so muss es doch wohl sein. Ja, aber da gibt es ja die Gegenthese schwarz auf weiß. Ja, und schwarz auf weiß ist sorgfältiger, weil es auch bleibt. Das hoffen wir alle. Das kann man drei Tage später noch mal lesen. Und das muss also auch nächste Woche noch stimmen, nicht? Nicht bei allen Organen stimmt es nächste Woche. Wenn man operativ nichts mehr bewirken kann oder will, ich glaube, so haben Sie sich mal ausgedrückt nach Ihrem Ausscheiden aus dem Amt, ist das für Sie persönlich ein Verlust, nachdem Sie so lange einen Apparat, eine Nein. Regierung, ein Land dirigiert Nein. haben? Nein. Eher umgekehrt, eine Erleichterung, eine ganz wesentliche Erleichterung. Was erleichtert Sie da? Ich weiß nicht, ob Sie sich das richtig vorstellen, aber die Verantwortung, die man in solchem Amt zu tragen hat, die drückt ganz gewaltig. Es mag rheinische Frohnaturen geben, die nicht ganz so davon bedrückt werden. Aber eine gewaltige Verantwortungslast. Denken Sie, da ist heute in Pakistan eine Flugzeugentführung stattgefunden. Da hat jemand den Entschluss fassen müssen, sollen wir mit Gewalt dieses von Terroristen gekaperte Flugzeug stürmen oder sollen wir das nicht tun? Solche Entscheidungen treffen Sie müssen. Entsetzlich. Sie haben eine solche Entscheidung treffen müssen. Haben wir ja, sicher. Aber da habe ich auch hinterher, als es gut gegangen war, plötzlich die Nerven verloren und als alles vorbei war, habe ich angefangen zu heulen. Sie wollten das erst nie zugeben und als man Sie darauf angesprochen hat, haben Sie gesagt, der Tatbestand ist zutreffend, ich hätte es aber nicht sagen sollen. Warum sagen Sie es jetzt so freimütig? Oh, jetzt, hat das auch was mit dem Abstand zu tun? Also ich denke, jemand, der im Amt eines Regierungschefs ist, sollte nach Möglichkeit der öffentlichen Meinung seines Heimatlandes nicht mit Tränen im Knopfloch vorgeführt werden. Entschuldigung, wenn es vermeidbar ist. Ich sehe das ganz anders, entschuldigen Sie, wenn ich das sage. Ich glaube, mir wäre ein Staatsmann und der Gefühle Präsident oder der was immer auch meines Landes, die erste Person in meinem Staate, wäre mir, glaube ich, sehr viel vertrauter und ich würde ihn mehr schätzen, wenn er auch mal Emotionen zeigt. Ich glaube Ihnen das. Auf der anderen Seite ist seine Hauptaufgabe, nicht Ihnen vertraut vorzukommen. Ja, aber also ich soll ihm aber vertrauen. Herr Schmidt, ich kann das sehr verstehen, aber er verlangt von mir, dass ich ihm vertraue. Und zwar so weit, dass ich ihn wähle. Er verlangt es nicht, er wirbt darum. Ja, er will es, ja. Er wirbt darum, ja. Aber je mehr, je mehr er zulässt, dass sein eigenes öffentliches Auftreten erkennbar macht, dass dieser Mann oder diese Frau von Gefühlen hin und her gezogen wird. Das muss ja nicht pausenlos sein. Nein, es muss, wenn es je passiert, sehr
dosiert sein. Sehr begrenzt sein. Sehr begrenzt Wie habe ich die Dosierung vermisst in vielen Jahren? Also Sie haben nicht sehr viele heulende Staatsmänner auf der ganzen Welt auf der Mattscheibe erlebt. Das müssen Sie ja auch nicht. Nein, weil so wir gerade unter Schauspielern, wie es unter Musikern bestimmte Vorstellungen gibt davon, wie man aufzutreten hat. Gibt es sie natürlich auch unter Politikern und die gibt es auch unter Regierungschefs aller Länder. Ich glaube nicht, dass viele Leute in Regierungsämtern auf ihre Wunschvorstellung schnurstracks zugehen sollen. Ich bedauere das manchmal. Ich muss noch mal, weil wir auch gerade beim traurigen Teil sind, auf die Flugzeugentführung zurückkommen. Wäre es denkbar, Sie haben besondere Erfahrungen auf diesem Gebiet und sind ja mit den Staatsmännern der Welt, mit vielen jedenfalls immer noch in Kontakt. Wäre es denkbar, dass Sie da heute einen Anruf aus den Vereinigten Staaten bekommen hätten, in dem Sie jemand, der das zu entscheiden hat, wie Sie vorhin sagten, fragt, was soll ich denn da machen in diesem Fall? War es etwa gar so? Wenn das Ganze in den Vereinigten Staaten stattgefunden hätte, statt in Asien, ist durchaus vorstellbar, dass jemand in New York bei der Fluggesellschaft, um die es dort ging, Pan American, oder in der Hauptstadt einige seiner Freunde in Europa mobilisiert. Kannst du mir hiermit helfen? Kannst du mir da einen Rat geben? Das ist denkbar. Es muss aber nicht so sein. Wir haben damals bei der Flugzeugentführung, die schließlich in Mogadischu in Somalia endete, mit mehreren Regierungschefs auf der Welt persönlichen, direkten Kontakt gehabt. Und es waren viele bereit, uns zu helfen. Ich muss auch sagen, die Sowjetunion und ihr damaliger Chef war bereit zu helfen. Es gab für die keine Gelegenheit. Sehr wirksam hat uns damals der englische Regierungschef geholfen. Ich hatte jetzt bei meiner Frage auch wirklich mehr an einen Regierungschef gedacht, an den amerikanischen. Der würde das wohl nicht selber tun, weil er ein bisschen mehr herausgehoben ist, wenn man es vergleicht mit der Stellung europäischer Ministerpräsidenten. Er ist ja Staatsoberhaupt zugleich und Regierungschef zugleich. Aber es ist durchaus denkbar, dass eine Regierung von Ronald Reagan in der Gestalt des einen oder anderen Ministers sich in Bonn Rat holt. Sicherlich nicht bei mir, sondern bei Herrn Kohl oder bei Herrn Genscher, bei denen, die heute in Bonn in der Lage sind, Hilfe zu gewähren. Es ist leider ganz anders ausgegangen in Karachi als damals in Mogadischu. Ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist. Die Meldungen, die wir hier haben, demnach haben die Entführer einen Amerikaner erschossen. Es wird vermutet, dass die Entführer zu den libyschen revolutionären Zellen gehören. Muss man daraufhin jetzt befürchten, dass es zu weiteren Vergeltungsschlägen der Amerikaner kommt? Darüber möchte ich heute Abend nicht spekulieren. Ich möchte erst wissen, was dort wirklich geschehen ist in Karachi. Das werden wir vielleicht morgen früh auch noch nicht genau wissen. Wahrscheinlich nicht. Sie haben relativ kurz, nachdem Sie aus dem Amt geschieden waren, im Bundestag mal einen Papierflieger gefaltet und nach vorne geworfen. Der Papierflieger bestand angeblich aus dem Manuskript einer Willy-Brandt-Rede. ohne dass das nun schon gleich eine Anspielung soll. Warum haben Sie das gemacht? Einfach aus Jux und Dollerei? Oder war das, es war bei der Raketendebatte, glaube ich. Also um die Wahrheit zu sagen, Herr Schreiber, das habe ich in, ich gehöre dem Bundestag seit 1953 an, da war mal eine kleine Unterbrechung, aber in all diesen 30 Jahren viele Male gemacht. Zufällig ist es diesmal auf die Platte gekommen. Aus Jux und Dollerei. Sie haben das oft gemacht, das war gar keine Premiere. Nee, das war keine Premiere, das war die 25. Wiederholung. In 3 Tagen, glaube ich, halten Sie Ihre Abschiedsrede im Bundestag. Das ist ja nun wahrhaftig kein alltägliches Ereignis, wenn ein so leidenschaftlicher Parlamentarier, viele Jahre Fraktionsvorsitzender, viele Jahre Bundeskanzler, sich vom Parlament verabschiedet. Ich weiß nicht, ob Sie es sagen wollen und können. Wird diese Rede eine Standpauke, so ähnlich wie die Sie Ihrer Partei gehalten haben, 1984, als Sie aus dem Vorstand schieden, oder dieses Jahr hier in Hamburg? Also 1984 habe ich keine Standpauken gehalten und dieses Jahr auch nicht. Da haben Sie eine zu geringe Meinung von dem, was ich unter Standpauke verstehe. Naja, also hier in Hamburg haben Sie gesagt, das sei Fraktionismus und Sie fänden das zum Kotzen. Ich würde schon sagen, dass das eine Standpauke ist. 1984 vielleicht nicht. Ja, Standpauke muss ein bisschen voluminöser sein und muss auch noch ein bisschen mehr Substanz haben, kann auch noch ein bisschen schärfer sein als das Zitat eben. Nein, ich habe nicht die Absicht, im Bundestag irgendjemanden zu nahe zu treten.
nach so langer Zeit, im Gegenteil. Aber ich habe schon die Absicht, wenn der Bundestag das hören will, das kommt ja auch immer auf die Kollegen an, und man sieht auf ihren Gesichtern, ob es sie interessiert oder nicht, und hört es an ihren Zwischenrufen. Ich habe schon die Absicht, ein bisschen, ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen aus dem, was ich dort gelernt habe. Sie wollen uns nicht eine sagen? Eine der Schlussfolgerungen ist, dass man bei aller Gegensätzlichkeit, bei aller Polarität in der politischen Auseinandersetzung, zum Beispiel zwischen Regierungsparteien und Opposition, ein nicht zu geringes Maß an Kollegialität, an freundschaftlicher Verbindung braucht, damit ein ganz wesentliches Element, das die Demokratie braucht, nicht abhanden kommt, nämlich die Fähigkeit zum Kompromiss zwischen verschiedenartigen Meinungen.